Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing, zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ja, ich war vorhin im Spieleland, deswegen habe ich hier noch ein Armband drauf. Ja, der ist heute gekommen und natürlich will ich auch den gleich mit euch unboxen. Und zwar der Yummy Adventskalender. Also ich glaube, das ist nicht der normale Adventskalender, wenn ich mich nicht alles täusche. Ich guck mal, normalerweise dürfte es der Yummy Adventskalender sein. Ja, ich hätte gedacht, dass ich eigentlich zuerst den normalen bekomme, weil ich den auch wirklich im Januar schon bestellt habe. Ich hoffe, ich werde nicht vergessen. Aber ich werde mich stillhalten, denn es hat geheißen, wenn bis zum 15. November der Kalender nicht verschickt wird, dann bekommt man das Geld zurück. Mal gucken. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich den zuerst bekommen, den ich viel später bestellt habe. Aber ich beschwere mich nicht, der erste ist jetzt zumindest so. Da gab es nämlich ein tolles Angebot, wo man beide Kalender, also den Feel Good Adventskalender und den Yummy Adventskalender, sehr viel billiger bekam. Eigentlich wollte ich ja nur den normalen kaufen. Aber ja, nach dem Angebot, also ich habe jetzt für beide, ich habe mir es gerade rausgesucht, für den Yummy Adventskalender 23, 25,99 gezahlt. Dazu eben noch den Abonnenten. Preisrabatt und den Feelgood Adventskalender für 26,99 und für den Preis konnte ich leider nicht Nein sagen und habe mir beide bestellt. Deswegen, die seht ihr auch, also ihr seht den normalen, den Yummy Adventskalender und auch den Feelgood Adventskalender. Aber von diesen Influencer-Kalendern habe ich jetzt keinen gekauft. Aber ich verschreie es nicht, dass ich doch noch einen kaufe. Ja, ab und zu habe ich ein bisschen Rappler. Auf jeden Fall war hier eine Karte dabei. Tut mir übrigens leid, wenn ich mich etwas verschnupft anhöre, aber ich bin mal wieder krank. Also ich bin die letzten 2-3 Tage flach gelegen. Ist leider immer noch nicht ganz weg, habe immer noch Schnupfen. Ich glaube auch, dass ich eine Nebenhöhlenentzündung habe, weil das auf jeden Fall hier weh tut, mein Auge tränt und ja, genau. Muss ich mir Sinopret holen. Aber jetzt kommen wir zum Adventskalender. Dieses Blatt war einmal dabei, da steht A Yummy Christmas und hinten steht drauf: Lasst uns froh und munter sein, schaut in unser Türchen rein. Hallo Nusis, die Zeit vor Weihnachten ist zum Entdecken, Naschen und Staunen da. Voller Vorfreude fiebern wir mit der ganzen Familie auf die Festtage hin und jede Überraschung zaubert uns ein Strahlen ins Gesicht. Dieses Jahr verkürzt euch unser Adventskalender mit Leckereien und Spielen die Wartezeit auf das große Fest. Denn ihr erlebt 26 Tage lang eine kleine Bescherung. Wir haben nämlich auch an den Weihnachtsfeiertagen an euch gedacht, sodass ihr 2 Türchen mehr öffnen könnt. So wird eure Adventszeit alles andere als langweilig. Wer ist dieses Mal dran mit aufmachen? Hinter unserem Türchen warten sowohl für große als auch für kleine Leckermäulchen aufregende Überraschungen. Also genießt die gemeinsame Zeit voller Neugierde und steckt euch gegenseitig mit euren Freunden an. Mit ganz viel Liebe fürs Detail ist hier für jeden was dabei. Eine fröhliche Adventszeit wünscht euch euer Brandnews-Team. Sehr, sehr schön geschrieben auf jeden Fall. Ja, und das ist der Familien-Adventskalender, soweit ich das jetzt verstanden habe. Der andere ist ja für einen und das soll der Familien-Adventskalender sein. Den habe ich auch letztes Jahr nicht gekauft. Keine Ahnung, wie er da war. Aber dieses Jahr durfte er dann, nachdem er so billig war, auch mit. Und dann würde ich sagen, gucken wir rein. Die Nummer 1 habe ich schon entdeckt. Die ist hier oben. Hier haben wir einmal, ich weiß nicht, ob da Kärtchen drin sind. Ja, hier sind wieder Kärtchen drin. Das finde ich ja eigentlich nicht so toll. Ich weiß nicht, steht da der Preis drauf? Ja, steht drauf. Dann hole ich die raus und sage es euch. Auf jeden Fall haben wir die Saltlets von Lorenz Mini Bagel mit Kräutern, Saaten und Sauerteig. Hört sich mega lecker an. Die, glaube ich, hatten wir auch schon mal in der Brandnews Box drin, wenn ich mich nicht alles täusche. Kosten auf jeden Fall 100 Gramm 2,19 Euro. Für mich ist für die 1 auf jeden Fall ein tolles Produkt und so für einen Familienabend an dem Wohnzimmertisch und am Abend zum Fernseh gucken oder während dem Spieleabend hinstellen, finde ich es nicht schlecht. Ja, eine schöne 1. Dann nehmen wir die 2, die ist gleich hier. Ein kleines Geschenkchen. Oh, leider ein kleines zerdrücktes Geschenkchen. Aber okay, das ist wahrscheinlich was, was man nicht vermeiden kann. Leider ist jetzt auch hier drin was verrutscht und dieses Männchen sieht nicht mehr so süß aus, wie es eigentlich aussehen soll. So, schön ist es nicht, aber selten. Ja, das ist jetzt leider innen verrutscht. Ich kann es nicht ändern. So muss es aussehen. Ist jetzt ein bisschen zerknittert, aber es geht ja eher um die Schokolade als um die Verpackung. Aber ich muss auch sagen, es ist mega süß verpackt. Ich kenne es nicht. Und zwar ist es von Hussel sogar. Oh, cool. Von Hussel Schoko-Weihnachtspuzzle. Für 4 Stückchen Schokolade 3,99 €. Okay, das würde ich wahrscheinlich nicht ausgeben. Also Hussel ist eine mega gute Schokolade, aber für 4 so Täfelchen 4 Euro ausgeben würde ich nicht. Aber cool zum Probieren auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch für jeden was dabei. Wenn man jetzt 4 Mitglieder in der Familie hat, dann hat man wenigstens 4 verschiedene, beziehungsweise 4 Täfelchen, die man teilen kann. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir die 3. Die ist hier auf der Seite. Oh, ist hier reingesteckt. Die sehen ja lecker aus. Ich brauche noch den Zettel. Die kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht. Jetzt spaziert Maya hier rein. Tut mir leid, falls ihr das hört. Mach Platz. Das ist nichts für die. Ja, es raschelt. Es hört sich an wie Leckerli.
Genau, und zwar haben wir von Drolli rote Früchte Miniringe mit Joghurtgeschmack und Erdbeerkirsch-Himbeere, denke ich mal. Also allgemein so Beeren, Gummibärchen. Die sind ja cool, die kenne ich tatsächlich noch nicht. Die muss ich auf jeden Fall dann mitnehmen zu Weihnachten und musste mit meinem Papa probieren, weil der liebt diese Ringe. Also der liebt auch Apfelringe und Pfirsichringe. Ich glaube, am liebsten mag er Apfelringe. Aber dann werden wir die auf jeden Fall miteinander testen. Kosten 1,09 Euro für 150 Gramm, finde ich auch völlig in Ordnung. Toll! Ja, ich würde sagen, wenn es so weitergeht, dann wäre ich zufrieden. Wir haben die 4. Etwas sehr, sehr Kleines. Ist da überhaupt ein Kärtchen mit drin? Ich sehe zumindest keins. Da haben sie anscheinend keins versteckt. Vielleicht meinen sie es selbst erklären. Und zwar haben wir von Ostmann einen Apfelkuchen gewürzt. Natürlich gut. Finde ich tatsächlich nicht schlecht, weil es etwas ist, was man jetzt für die Winterzeit verwenden kann. So Apfelgewürz, aber eben auch für den Sommer. Deswegen ist es so ein Alljahresprodukt für mich. Deswegen finde ich das völlig okay. Und ich wollte tatsächlich jetzt die nächsten Tage einen Apfelkuchen machen. Deswegen, wie wenn sie es geschmeckt hätten. Finde ich nicht schlecht. Gibt es nämlich zum Familienabend einen Apfelkuchen. Salettels und Apfelkuchen passt natürlich zusammen. Dann haben wir die 5, die ist hier. Mausi, ich habe immer noch nichts für die. Die sitzt jetzt hier und wartet auf die Leckerli, aber ich habe nichts. Ich hatte jetzt schon Angst, dass wieder nichts drin ist. Das hatten wir ja letztes Jahr und da war einmal in dem Türchen nichts drin. So, Kärtchen, komm raus. Sonst ist hier nichts. Ja, das finde ich natürlich jetzt in so einem Familien-Adventskalender ein bisschen doof. Und dann hätten sie was reinpacken können, was man auch gut teilen kann, weil das, finde ich, kann man irgendwie schlecht teilen. Wer bekommt das jetzt von der Familie? Ja, wahrscheinlich die Mama, weil es die Kinder nicht essen werden. Zumindest hätte ich als Kind sowas nicht gegessen. Wasser-Sandwich mit Schnittlauchcreme. Cheese and Schnittlauchcreme. High Fiber. Genau, und da ist sogar ein Dreierpack abgebildet. Wieso habt ihr nicht einfach das Dreierpack raufgetan? Könnt ihr mir das sagen? Wenn das eh ein Dreierpack ist. Ja, auf jeden Fall kostet ein Dreierpack 2,59. Also das verstehe ich nicht, da hätten sie wenigstens das Dreierpack reinpacken können. Das ist jetzt das Erste, wo ich so ein bisschen Kritik äußern muss. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber okay. Dann, die 6 muss ja was richtig Tolles sein in so einem Familien-Adventskalender. Da kommt natürlich der Nikolaus. Hoffentlich was für die ganze Familie dieses Mal. Och, süß. Ist auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung. Und das habe ich tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Werde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne testen. Aber da hat man jetzt bloß eine Figur drin, oder? Oder sind das 2? Nö, ist glaube ich eine. Hammer. Einmal so eine... Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Nennt man die? Steht hier nicht drauf. Hammer Universe bloß. Beats. Und auf Deutsch? Perlen. So ein Perlensteckspiel. Ich habe auf jeden Fall den Weihnachtsmann. Aber irgendwie ist ja trotzdem... Ist das Rentier dahinter? Ich weiß es nicht. Weil da sind jetzt schon auch Farben dabei, die eigentlich fürs Rentier wären. Aber es sieht halt aus, als wenn nur die Weihnachtsmann-Ding dabei wäre. Muss ich gucken. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich finde es auf jeden Fall toll. Kann man nicht meckern. Ist eine schöne Beschäftigung. Mit den Kindern kann man das dann zusammen machen. Und zu den Kindern macht ihr den Nikolaus fertig. 450 Bügelperlen nennt man das. 60 Gramm, 3,95. Ist, glaube ich, eine schöne Beschäftigung zum Nikolaus und finde ich tatsächlich so schön in der 6. Muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn es so ein Familienkalender ist, eine Beschäftigung für die Kinder bringt den Eltern auch ein bisschen Auszeit. Ja, dann haben wir die 7. Die 7 ist hier an der Seite, ist was ganz Kleines. Wieder sehr reingestopft. Ja, auch was für mich. Und vor allem jetzt für mich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und zwar hatten wir Gott sei Dank wieder die normalen. Wir hatten jetzt so oft diese komischen Drops da, diese Kaudrops drin. Und ich mag aber von Emoikal am liebsten diese normalen Kinderbonbons. Die haben wir immer bekommen als Kind, wenn wir krank waren. Nur echt mit der Fahne, Kinder-Emmerkal-Hustenbonbons, Wildkirsche mit 5 Vitaminen. Die besten Bonbons sind einfach die. Sind auf jeden Fall 75 Gramm und die kosten 1,69. Gott sei Dank. Danke, Brandnus, dass ihr die normalen reingepackt habt. Natürlich passend auch für die Kinder. Da hätten wir uns als Kinder wahrscheinlich eh drum gestritten. Nein, wir hätten es geteilt, natürlich. Brüderlich und schwesterlich geteilt. Eine schöne 7, dann haben wir die 8. Die ist hier. Ja, für Kinder ist es wahrscheinlich gut, aber ich muss ehrlich sein, ich mag es nicht. Beziehungsweise, ich habe es halt von Haus aus nicht mit Sirup, aber mein Mann, der mag Sirup ganz, ganz gerne. Deswegen ist es für uns jetzt nicht so schlecht, aber ich werde es nicht trinken. Und zwar einmal von Capri Sonne Sirup plus Vitamine Berry Mix. Finde ich in einem Familien-Adventskalender auf jeden Fall super. Kinder mögen das bestimmt. Ist halt jetzt auf jeden Fall nicht meins. Aber wie gesagt, mein Mann wird sich darüber freuen, deswegen finde ich es jetzt nicht schlecht. Und als Familie hätte man sich sicher gefreut, weil da spart man sich auf jeden Fall was. Wenn man die kauft, anstatt eine ganze Sixpack voller Capri Sonne. Beziehungsweise 10 Packungen sind da, glaube ich, drin, oder? So, dann die 9. Die ist hier. Ja,
Und täglich grüßt das Murmeltier. Die waren tatsächlich in der letzten Box drin und das finde ich dann nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, und zwar einmal die Popcorn with Peanuts Caramelized Las Vegas Popcorn Girl. Da hatten wir jetzt schon einige, aber wenn es wenigstens eine andere Sorte gewesen wäre. Die haben bestimmt einige Sorten, aber die war halt auch in der letzten Brand News Box drin und deswegen finde ich das nicht toll. 1,99 €. Tut aber natürlich dem nichts ab, dass die bestimmt gut sind. Ich habe sie noch nicht getestet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ich kann nicht sagen, ob sie gut sind. Ja, also das zweite, wo ich sage, hätte man besser machen können, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann haben wir die 10. Die ist hier oben. Was Großes, oder? Okay, das lasse ich mir auch eingehen, aber da muss ich auch sagen, dass wir die auch schon... Ich bekomme die nicht raus, tut mir leid, die muss ich jetzt drin lassen. Aber vielleicht bekomme ich das Kärtchen raus, ja. Passt natürlich in den Adventskalender, aber die hatten wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal in der Box drin. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm, weil das wirklich so ein Alltagsprodukt ist. Und zwar haben wir einmal die Sanella zum Backen, natürlich mega und werde ich auch verwenden und kostet 1,99 €. Also finde ich nicht schlechtes Türchen, auch wenn wir das jetzt schon öfters hatten. Aber natürlich Weihnachten ist die Backzeit und das ist dann auch wieder so eine Beschäftigung, die man mit der ganzen Familie machen kann. Plätzchen backen, deswegen finde ich es nicht schlecht. Dann haben wir die 11. Die ist hier wieder was ganz Kleines. Ein Döschen. Und zwar haben wir hier... rausgefallen ist. Und zwar hatten wir hier einmal von Gefro was. Und Gefro finde ich super. Also schon mal mega. Und zwar die Soße zu braten. Gelingt immer. Soße zu braten. Finde ich Hammer. Finde ich tatsächlich Hammer. Wir hatten da schon mal die weiße Soße drin. Und ich glaube auch, war das auch von Gefro? Nein, das glaube ich war nicht von Gefro. So Suppenwürzpulver. Aber Soßen, Bratensoße hatten wir tatsächlich noch nicht. Und das passt natürlich auch mega zu Weihnachten. Und die kostet tatsächlich auch, also 130 Gramm. Das sind, denke ich, auch 130 Gramm. Ja, 3,50 €. Ist schon teuer. Ist aber, glaube ich, normal für so eine Bratensoße. Ich habe die noch nie so gekauft, muss ich jetzt ehrlich sagen. Deswegen kenne ich mich da auch nicht aus. Aber natürlich passend zu Weihnachten. Muss man schon sagen. Und dann haben wir die 12. Die Hälfte ist erreicht. Die ist hier unten. Die ist auch schon ein bisschen offen. Ein großes Türchen. Und jetzt will ich nicht raus. Wieso packe ich sowas Riesiges in so ein kleines Türchen rein? Oh, ob ich das dann auch wieder reinbekomme, ich weiß es nicht. Kärtchen auch. So, und zwar muss ich den bloß wieder einigermaßen hinbekommen, damit ihr ihn besser seht. Haben wir hier drin einmal von Hela und Wasser. Das hatten wir jetzt auch drin in der Pink, Brandness Box. Aber da muss ich ehrlich sagen, das war das Melonenwasser. Das ist jetzt ein anderer Geschmack, deswegen finde ich es jetzt nicht schlecht. Und zwar Hela Pink Karibik. Erfrischungsgetränk mit Grapefruit und Himbeeraroma. Wäre natürlich jetzt schöner gewesen, wenn man so einen Weihnachtsdrink hier drin hätte, aber gibt es bei Hella bestimmt auch nicht. Und zwar haben wir, das wurde im März 2023 tatsächlich erst gelauncht und kostet 85 Cent. Und man darf nicht vergessen, dass man hier den Pfand auch noch mit dazu hat. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, was Weihnachtlicheres wäre natürlich schön gewesen. Und dann die 13. Hier haben wir, ja, das ist jetzt wahrscheinlich doof, wenn man kein Mädchen hat, wenn man nur Jungen hat, aber dann kannst du die Mama verwenden. Und zwar einmal von Invisibobble, was ist das? Rap Star Hair Tie Meets Ribbon. Also ich denke mal, dass das so ein Haargummi ist mit Haarschleife dran. Bin mir aber jetzt tatsächlich nicht sicher. Man kann es sowohl als Haargummi als auch als zartes Schleifenband nutzen und damit mühelos individuelle Hochsteckfrisuren kreieren. Muss ich mich tatsächlich informieren. Keine Ahnung, wie das geht, weil das sieht jetzt auch nicht aus, als wenn es ein runder Haargummi wäre. Keine Ahnung. Aber kostet tatsächlich dieser Rap Star 7,95 €. Schon ist ja teuer. Aber cool dann auf jeden Fall, dass es drin ist. Wie gesagt, wenn es die Tochter nicht nutzen kann, dann hoffentlich die Mama. Wenn natürlich die Mama sowas nicht auch verwendet, dann ist es natürlich doof, wenn man keine Mädchen hat. Aber ja, man kann es halt nicht in jedem Türchen allen recht machen. Das ist so. Mir gefällt's. Ich werde es auf jeden Fall probieren und ich werde es verwenden. Dann haben wir die 14. Ist hier unten was Kleines. Was ist denn das? Sieht ja interessant aus. Socken gar nichts. Und zwar haben wir hier, geh raus, einmal Serrano Coconut Snack. Ist auf jeden Fall kein Deutsch hier drauf. Da muss ich tatsächlich da runterlesen. Coconut Snack, riesige Kokosnuss-Schokorolle. Das lese ich jetzt als Ausnahmsweise mal vor. Die leckere Kombination aus Kakao und Kokosnuss schafft die perfekte Snack-Alternative für Schokoladenliebhaber. Entdecke den unwiderstehlich süßen Geschmack von Kokosnuss und Schokolade und lass dir die Konsistenz überraschen. Lass dich von der Konsistenz überraschen. Nicht nur zu Hause, sondern auch für unterwegs ein echter Leckerbissen. Kosten 80 Gramm, 1,49 €. Das sieht mega lecker aus. Würde ich jetzt sehr, sehr gerne reinbeißen, aber das lasst mir noch zu. Kannte ich nicht. Ich hoffe, das wird mir nicht schmecken, weil ich nicht weiß, wo ich das herbekomme. Also wenn ihr wisst, wo das zu kaufen ist, dann sagt es mir auf jeden Fall. Weil wenn das gut ist, werde ich es auf jeden Fall nachkaufen. So, jetzt muss ich es bloß wieder reinbekommen.
Dann kommen wir als nächstes zur 15. Die ist ganz oben ins Eck, da muss ich mich ein bisschen drehen. Ah, hier haben wir, okay, das lasse ich jetzt auch hier drin. Und zwar von Sweet Family brauner Biozucker. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich jetzt immer einiges backen wollte, wo man braunen Zucker für braucht. Aber ich habe keinen zu Hause. Deswegen, das finde ich tatsächlich mega und passt natürlich jetzt zu der Sanella Margarine. Deswegen finde ich toll. Ich guck mal, ob ich die Karte wenigstens rausbekomme, dass ich euch sagen kann, wie viel das kostet. Ja, hab sie. Und zwar kostet der Zucker 1,89, 500 Gramm. Finde ich völlig in Ordnung. Sweet Family brauner Biozucker. Sehr schön. Finde ich ein schönes Türchen auch wieder. So, dann haben wir die 16. Wo ist die 16? Die ist hier unten. Wieder etwas kleineres. Ja, danke schön. Da haben sie es aber jetzt ein bisschen übertrieben. Habe ich eins übersehen? Huch, jetzt ist es runtergefallen. Bei diesem Knäckebrot haben sie keins reingepackt, aber da haben sie jetzt 6 reingepackt. Das, also ich finde es super auf jeden Fall. Wir haben 3-mal die Erdnussknoppers und wir haben auch 3-mal die Joghurtknoppers. Also das würde ich sagen, das reicht auf jeden Fall für die ganze Familie, dass jeder frühstücken kann. Ja, genau. Und die Kosten. Überraschungsprodukt. Dieses Produkt ist brandaktuell in deinem Adventskalender gerutscht. Du kannst dir die Produktinformationen über den QR-Code ansehen. Also war da wahrscheinlich eigentlich was anderes geplant gewesen. Aber jetzt brauchten sie einen Ersatz, denke ich mal. Und weil irgendwas nicht gekommen ist, kann ich mir jetzt vorstellen. Und deswegen Überraschungsprodukt. Aber finde ich nicht schlecht. Hatten wir auch schon in der Brandless-Box drin. Also wenn man danach geht, wäre es natürlich wieder nicht toll. Aber es ist auf jeden Fall was für die ganze Familie. Wie gesagt, bei dem anderen wäre ich auch glücklich gewesen, wenn da mehr drin gewesen wäre. Wie gesagt, soll ja für die ganze Familie was sein. Aber ein tolles Türchen. Dann die 17. Die ist hier mittelgroß, würde ich sagen. Und zwar ist irgendwie so riesig. Also es sieht nicht so aus, als wenn man die da rausbekommen würde. Ist das ein Eigenprodukt von Brandless? Kann das sein? Haben die jetzt eigene Produkte? Steht zumindest Brandless drauf. Extra breite Kartoffelchips mit Meersalz. 100% natürlich. Das ist ja Hammer. Ja, wurde im Dezember 2023 gelauncht. Brandless extra breite Kartoffelchips. Das ist ja cool. 1,49. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die schmecken. Das finde ich Hammer. Das finde ich tatsächlich Hammer. Und ist natürlich auch was für die ganze Familie. Kann man dann zusammen mit diesen Bagelringen auf den Tisch stellen zum Snacken. Toll! Ja, würde mich schon interessieren, wenn der Brandless ein paar mehr Produkte rausbringen würde. Ich würde tatsächlich ein paar testen. Dann haben wir die 18. Ist wieder was Kleines. Und ich glaube, es ist auch was für mich. Nein, das kenne ich tatsächlich nicht. Doch nicht das, was ich gedacht habe. Und zwar ist das von Wowie Wow Chocolate Drink Schoko. Bring dein Herz zum Schmelzen. Mini Melting Heart, gefüllt mit Karamellcreme und bestreut mit Mini Marshmallows. Alter, wie toll ist denn das? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es hätte es in Weiß auch noch gegeben. 1 von 2. Ja, da bin ich aber froh, dass ich die dunkle habe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die kosten 2,25. Ich muss mal gucken, vielleicht bekomme ich die andere Packung noch, dann würde ich die auch probieren. Aber ich bin tatsächlich jetzt froh, dass ich die habe. Ja, kann man sich eine heiße Schokolade damit machen. Das ist, finde ich, auch was für die ganze Familie. Da sind 110 Gramm drin. Wie viele Portionen sind, das steht wahrscheinlich nicht drauf. Ja, aber wird bestimmt für die ganze Familie reichen. Wenn ich das jetzt anfühle, wie viel das da drin ist, das sind schon ein paar. Toll! Eine tolle, tolle 18. Dann die 19 ist wieder ein großes Türchen. Oh ja, das lasse ich jetzt auch wieder drin, obwohl das würde ich wahrscheinlich auch rausbekommen. Gucken, ob ich an das Kärtchen komme. Ist da überhaupt ein Kärtchen? Ja, ich glaube, hier ist ein Kärtchen. Und zwar hatten wir das, glaube ich, schon mal drin, wenn ich mich nicht alles täusche, auch in der Brandless Box. Und zwar hatten wir hier einmal das Aurora Helles Vollkornmehl. Kostet 2,29 ein Kilogramm Mehl Typ 405. Ja, ich finde es, wie gesagt, nicht toll, dass es sich wiederholt von dem, was in der Box drin war. Aber es passt natürlich zusammen jetzt mit der Sanella-Butter, mit dem braunen Zucker und mit dem Mehl. Finde ich, ist schon stimmig. Kann man auf jeden Fall schön Plätzchen mitbacken. Das finde ich tatsächlich toll, eine tolle Überlegung. Dann haben wir die 20, was Kleines. Jetzt noch was zum Dekorieren, oder? Nein, lieber von Brandless was. Anscheinend bringen die tatsächlich jetzt neue. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bloß für die Weihnachtszeit ist, aber anscheinend haben die eigene Produkte jetzt. Und zwar haben wir von Brandless bestes Pfirsichfruchtgummi, 100% Obst, natürliche Weingummi-Variante. Hört sich auch lecker an. Du kannst von den Brandless Pfirsich-Fruchtgummis gar nicht genug kriegen. Hier kannst du sie bequem nachbestellen. Tatsächlich gibt es sie zum Bestellen. Also falls ihr Lust habt, die zu testen, aber ich denke, die gibt es erst im Dezember. Weil hier steht auch Launch Dezember 2023. 1,29 kosten die. Ja, jetzt liegen wir hier die neuen Produkte von Brandless. Oje, oje.
bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Da freue ich mich sehr drauf. Und ist auf jeden Fall was, was wir noch nicht kennen. Dann haben wir die 21. Die ist hier was Mittelgroßes. Ja, das ist jetzt wieder was. Ah, aber die kenne ich noch nicht. Die kenne ich noch nicht. Muss ich ihn lassen. Und zwar hatten wir die letztens auch irgendwo drin in der Hüggebox, kann das sein? Ich glaube, das war die Hüggebox. Aber da hatten wir, glaube ich, Vollmilch in vegan. Und das ist dieses Mal Haferkaramell. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Das ist was Neues. Und zwar einmal die Brandminis vegan, Hafer und Karamell kosten 1,49. Wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass es jetzt die veganen gibt, aber dass es auch noch Karamell gibt, die hätte ich mir ja sofort geholt. Steht nicht, wann es gelauncht wurde. Ich hätte gedacht, dass das jetzt auch erst gelauncht wurde, weil die habe ich tatsächlich draußen noch nicht gesehen. Auf jeden Fall mein Kalender, würde ich sagen. Dann haben wir die 22, was Kleines wieder. Ja, da haben wir das. Ja, nein, doch, kann man teilen. Kann man teilen, aber ist natürlich auch doof, weil das auch wieder in den Boxen schon einige Male drin war. Und zwar haben wir hier einmal die Frit vegan Pfirsich, gelatinefrei. Wie viele Stück sind denn da drin? 4 Stück sind hier drin und die kosten 89 Cent. Ja, wenn man jetzt denkt, dass es ein Familienkalender ist, ist es natürlich toll, weil man das teilen kann. Ich finde es halt nur nicht gut, dass es Produkte sind, die wir schon in den Boxen haben. Und das sage ich ja euch dazu. So, sorry, jetzt war leider der Kamera akkuliert. Deswegen den musste ich schnell wechseln. Ja, wir waren gerade bei dem Frit. Wie gesagt, an sich toll, wenn man es mit der Familie teilen kann. Aber wenn man die Box monatlich bestellt und das dann ständig drin hat, dann ist es halt auch nicht so toll. Ist einfach meine Meinung. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Dann haben wir die 23, diese was Großes, kurz vor Weihnachten. Ja, das ist was, was ich jetzt nicht mag. Ja, leider nicht. Und zwar haben wir hier einmal Dreh- und Trink-Multifrucht. Hatten wir auch schon ein paar Mal drin, aber ich muss ehrlich sein, kein Multifrucht, sondern ich glaube mal eine blaue und eine, also Blaubeere bestimmt und eine rote hatten wir. Die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. 200 Milliliter kosten 89 Cent. Ja, ist einfach nicht meins. Wird auf jeden Fall an ein Kind in meiner Familie weiterwandern. Je nachdem, wer es gerne trinken will, der bekommt. Und dann haben wir die 24. Da ist hoffentlich jetzt was Tolles drin für die Familie. Ja, also ich sage, es ist was Tolles drin für uns als Familie. Aber Maya wird natürlich da nichts von bekommen. Da kann man jetzt auch wieder sagen, ich glaube, die waren letztes Jahr im Kalender drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es im Brand News war oder im Degusta-Box. Ach, der macht einen Dreck hier, ich sag's euch. Ich muss dann auch erst einmal den ganzen Teppich saugen. Die war... My story, Mausi. Hund von Muffinpackung erschlagen. Oh, Mausi, Entschuldigung. Hat so schick geschlafen. Tut mir leid. Die waren auf jeden Fall letztes Jahr im Kalender drin. Ich weiß nur nicht, in welchen. Also ich glaube, dass vielleicht im Degusta-Adventskalender war. Die wären natürlich doof, wenn sie sich dieses Jahr wiederholen. Aber im Endeffekt, wir haben die gegessen und die waren so gut. Die sind echt mega lecker. Probiert die. Die sind wirklich mega lecker. Und die werde ich auf jeden Fall am Weihnachten mit meinem Mann verspeisen. Genau, und die Kosten, die sind, glaube ich, gar nicht so billig. 2,79. Da sind, glaube ich, 5 Stück drin. 8 Servings, also 8 Stück sind drin. Ist die Familie auf jeden Fall versorgt. Wenn man zu viert ist, bekommt jeder 2 dieser Brownies. Und ich kann euch zu 100% sagen, bei uns wird es wegkommen. So, dann haben wir die 25. Ist was Kleines hier. Erster Weihnachtsfeiertag. Wieder was von Brand News. Okay. Auch nochmal die Fruchtgummi. Ich denke, dass die genauso viel kosten werden wie die anderen. 1,29 und zwar Erdbeerfruchtgummi, 100% Obst und Gemüse. Ich hoffe, da ist kein Gemüse drin. Natürliche Weingummi-Variante. Finde ich toll, dass sie auch beide reinpacken. Ich meine, ein bisschen Werbung damit machen mit der eigenen Marke, das macht natürlich Sinn. Dann freue ich mich auf jeden Fall, die zu testen. Bin ich gespannt, wie das sich Brandless macht. So. Das Video voller Unterbrechungen, jetzt hat mein Mann angerufen. Jetzt kommen wir zum letzten Türchen, hoffentlich ein Highlight zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Noch irgendwas zur Beschäftigung, wäre schön. Jetzt hatten wir ja einen Teil zur Beschäftigung. Ja, eigentlich hatten wir ja Plätzchen backen auch noch als Beschäftigung. Aber jetzt wäre am letzten Feiertag auch noch was Schönes zur Beschäftigung drin, wenn man bei dem langweiligen Familienfeiern sitzt. Nein, schon. Ja, und tatsächlich haben wir nochmal was von Hammer drin. Das wird jetzt wahrscheinlich die andere Sorte sein, oder? Nein, wir haben einen Weihnachtsbaum. Ja, und das finde ich tatsächlich toll, das finde ich schön. Hätten sie eine 24 Euro reinpacken können, aber ich finde, an Weihnachten, ja, kann man am zweiten Weihnachtsfeiertag schon eher brauchen, weil man dann eher unterwegs ist zum Essen, im Restaurant sitzen oder wie gesagt, bei den Verwandten tatsächlich und dann hat man einfach so eine kleine Beschäftigung, die man mitnehmen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Familienfeiern langweilig sind, aber Kinder brauchen natürlich eine Beschäftigung, die halt nicht so lang konzentrieren. Und das ist tatsächlich auch ein Überraschungsprodukt. Dieses Produkt ist brandaktuell
in deinen Adventskalender gerutscht. Du kannst dir die Produktinformationen über den QR-Code holen. Ich denke mal, das wird so viel wie das andere kosten, aber ich finde es schön. Ich finde es tatsächlich schön. Genau, dann tun wir das hier wieder rein. So, und dann war das der ganze Adventskalender. Maya liegt jetzt auf meinem Fuß, den muss ich jetzt ein bisschen rausziehen hier. Was sage ich zu dem Adventskalender? Ich finde ihn tatsächlich nicht schlecht. Also wenn man jetzt das weglässt, dass ein paar Produkte drin sind, die sich tatsächlich wiederholen, die wir schon einfach in der Brandmus-Box drin hatten. Ihr wisst es, dass ich das einfach nicht gut finde. Das ist einfach meine Meinung, weil ich die Box monatlich bestelle und natürlich nicht ständig sich wiederholende Produkte haben will. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem ein schöner Adventskalender und die Produkte, die schon öfters drin waren, das sind Produkte, die man wirklich, also bis auf das Popcorn, aber jetzt zum Beispiel das Mehl und die Sanella, das sind ja Sachen, die auf jeden Fall in den Winter passen, wo man verschiedene Dinge damit anstellen kann, deswegen finde ich das dann nicht so schlimm. Nur das Popcorn, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so toll, weil das wirklich in der letzten Monatsbox drin war, direkt in der letzten Monatsbox. Aber sonst finde ich den wunderschönen Kalender für die Familie auf jeden Fall schön und ich hoffe, dass der normale Adventskalender auch so toll ist, weil letztes Jahr, wisst ihr ja, wahnsinnig so toll. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, wie der letztes Jahr war, deswegen kann ich es leider nicht vergleichen. Ich kann nur sagen, dieses Jahr gefällt er mir. Ich werde auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung für Weihnachten haben. Plätzchen backen und Bügelperlen draufstecken. Und es ist auch einiges drin, was ich und mein Mann auf jeden Fall brauchen, verwenden werden. Beziehungsweise es war jetzt eigentlich bis auf das Trinken. Ja, das Trinken ist das Einzige, wo ich sage, nö, ist nicht meins, aber das ist auch meine persönliche Meinung. Aber sonst ist alles für mich und für meinen Mann auch brauchbar. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich für den 25,99 gezahlt habe, finde ich es noch besser. Ja, wir werden es dann sehen, wie der normale ist und wie der Feel-Good-Adventskalender ist. Die kommen noch. Ich bin gespannt, aber den kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen für die ganze Familie. Auf jeden Fall was dabei. Selten was drin, wo wirklich nur einer was damit anfangen kann. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch der Adventskalender gefallen hat. Wäre es was für eure Familie oder nicht, würde mich mega interessieren. Oder auch für euch persönlich, wenn ihr alleine seid, würde mich mega interessieren. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Wie gesagt, es war noch nicht der letzte Adventskalender. Ein paar kommen noch, aber ein Ende ist in Sicht. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.